Ich grüße euch. Jeder Sammler kennt es. Ihr habt euch frisch auf dem Flohmarkt oder sonst wo ein Modul gekauft, wollt es austesten, packt es ins System rein und was passiert dann? Nichts. Das liegt zu 99% immer an den verschmutzten Kontakten und eigentlich kann da jeder Sammler ein Lied davon singen, diese Dinger einfach sauber zu machen. Da ich mit meinen Retroern 5 immer spiele und das, was solche Kontakte angeht, sehr, sehr penibel ist, reinige ich eigentlich grundsätzlich jedes Modul zuerst, bevor ich das anteste. Da haben sich einige Methoden durchgesetzt. Eine besonders diese Wattestäbchen-Methode, die dürfte von euch jeder kennen. Ich habe jetzt aber eine relativ zeitgünstige und auch allgemein günstige und wesentlich bequemere Variante gefunden. Und die wollte ich mit euch teilen. Viel Spaß! So, also die meiste Variante, die wahrscheinlich auch ihr alle kennen werdet, ist die mit den Wattestäbchen. Und zwar man benutzt Wattestäbchen und einen möglichst reinen Alkohol. Ich habe hier 70% hängen, den kriegt ihr aus der Apotheke. Allgemein ist jedoch, je höher der Alkoholgehalt ist, desto besser. Weil wir wollen ja möglichst wenig Wasser dabei haben. Also 70% sollte es eigentlich schon mindestens sein, eher mehr. Aber ich habe damit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Also kostet auch nicht viel. Hier so eine große Flasche habe ich, glaube damals 10 € bezahlt. Man sieht, die ist schon relativ leer. Aber die habe ich jetzt auch schon seit 2 Jahren im Gebrauch. Also das passt eigentlich. Was macht man denn immer? Man nimmt Wattestäbchen. Ich habe das hier reingefüllt. Tunkst etwas rein, passt natürlich auf, dass es denn nicht ganz so feucht ist, nimmt das Modul und dann geht's los mit dem Rubbeln schön fest. Man sieht hier schon ein bisschen was dran und dann rubbelt man das trocken. Meiner Erfahrung nach ist das zwar eine super günstige und auch einfache Variante, die Kontakte zu säubern. Allerdings, wenn man viele Cartridges hat, also wenn man zum Beispiel auf der Retro-Börse mal wieder zugeschlagen hat oder sowas, ist das dann doch sehr mühsam mit den Stäbchen. Man kriegt dann doch nicht alles raus und man muss dann noch ein zweites Mal rein. Und zum Schluss hat man dann irgendwie so einen riesen Haufen an Stäbchen. Genau dafür habe ich jetzt eine Lösung und zwar kann man in Amerika sich bestellen, diese One-Up-Cards. Die habe ich jetzt ausgiebig getestet, die habe ich jetzt so seit 2 Monaten in Gebrauch, bin sehr, sehr zufrieden damit und ich zeige euch auch, wie man das anwendet. Deswegen habe ich hier auch verschiedene Cartridges da und dann ist die Anwendung ist eigentlich relativ einfach. Die steht hier auch hinten drauf und zwar habt ihr hier 2 Felder. Einmal Dry und einmal Fluid. Also hier auf diese Fläche, das habe ich ja schon gemacht, deswegen sieht die auch etwas dunkler aus. Im Prinzip einfach den Alkohol hier drauf machen, dass es schön festgesaugt ist. Am besten macht ihr es mit einer Einwegspritze oder einer Pipette. Ich habe das so ein bisschen so versucht drauf zu schütten, da verschüttet man etwas. Und dann nimmt man einfach die Module. Ich nehme das Super Nintendo. Und zwar seht ihr hier, ist das Prinzip eine stabile Plastikkarte, wo hier so eine Art Schaumstoff drauf ist. Und dieser Schaumstoff, ist genau von der Größe her, dass das in die üblichen Cartridges reinpasst. Teilweise müsst ihr zwar so ein bisschen prokeln, sage ich mal. Also ihr nehmt die Fluid-Seite hier bei den Super Nintendo muss man das so ein bisschen reinstecken, dass es dann auch wirklich so drin ist. Ihr seht das gerade. Dann einfach hin und her. Auf der anderen Seite macht ihr das dann genauso. Wie ihr seht, ihr habt hier wesentlich mehr Fläche und das liegt wirklich exakt da an den Kontakten dran. Also da kann man echt nicht meckern. Dann nehmt ihr einfach die Dry-Seite, dreht hier um und macht dasselbe. Und schon habt ihr die Kontakte wirklich 1A und schnell gereinigt. Ihr müsst dann nicht verschiedene Wattestäbchen benutzen und so weiter. Ich zeige euch kurz die anderen Cartridges. Das passt wirklich überall mit etwas, sag ich mal, Gequetsche. Aber dadurch, dass das hier so eine stabile Plastikkarte ist, kriegt man das eigentlich immer sehr gut rein. Und auch hier sieht man, 1A schließt das damit ab. Dann einfach zack, zack, zack. Also so schnell und effektiv habe ich echt noch nie Module gereinigt.
Vor allem bei den größeren ist das jetzt absolut kein Problem. Bei den kleineren, ich habe hier jetzt mal ein Gameboy-Spiel und ein Mega Drive. Man sieht, die Karte ist etwas zu groß. Da müsst ihr halt so ein bisschen umdenken und dann hier so eine Ecke quasi reintun. Aber auch hier passt das. Es dehnt sich hier zwar etwas, aber das hält so eine Cartridge locker aus. Und dann könnt ihr das dann genauso gut reinigen. Mit der Dry-Seite wieder. Und so vor allem, wenn ihr denn viele, viele Spiele habt, ist das wesentlich, wesentlich effektiver. Hier haben wir das Game Gear-Spiel. Ich möchte auch an dieser Stelle betonen, ich kriege kein Geld von der Firma, die die Dinger herstellt. Ich bin einfach darüber gestolpert. Und mich hat das mit dem Wattestäbchen immer so ein bisschen gestört. Und ich habe es auch immer so vor mich hergeschoben, die wirklich anzuwenden, weil das immer so ein Akt ist. Und dann, den Wattestäbchen sind die immer so schnell dreckig und so weiter. Apropos, wenn das jetzt einfach trocken ist, ihr könnt die Dinger wirklich ewig weiterverwenden. Also der Hersteller gibt an, ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber ihr könnt die Dinger wirklich ein Jahr lang durchnutzen bei normaler Nutzung und die ist immer noch gut. So gesehen, was man da an Wattestäbchen spart, okay gut, was kosten jetzt Wattestäbchen, sind jetzt auch nicht so teuer, aber das ist wirklich eine super, super Alternative. So, diese One-Up-Karte ist eigentlich wirklich eine feine Sache und ist auch nicht teuer. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, wo kriege ich das her? In Deutschland habe ich das Ding leider noch nirgendwo gefunden. Ich habe mir das aus Amerika bestellt und zwar bei eBay. Da habe ich für einen Dreierpack dieser Karten gerade mal 12 Dollar plus 2 Dollar Versand bezahlt. Also das ist nun wirklich nicht die Welt. Und die Zeitersparnis, die man damit hat, ist wirklich enorm, vor allem wenn man einen größeren Stapel abzuarbeiten hat. Achtet allerdings bei eBay drauf auf die Versandkosten. Auch der Hersteller direkt bietet die zwar an mit Versand nach Deutschland, berechnet dann aber irgendwie 18 Euro Versandgebühren oder ähnliches. Auch bei eBay in Amerika gibt es teilweise Händler, die irgendwie 15 Dollar Versandkosten haben. Und mir persönlich ist es eigentlich immer wichtig, unter diesen 25 Euro zu bleiben, weil ich habe immer keine Lust, extra zum Zoll zu dackeln, um sowas abzuholen. Also achtet darauf, 3 Stück, ich glaube 12 Dollar plus 2 Dollar Versand kann man auf jeden Fall mal machen. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und der Tipp hat euch weitergeholfen. Danke, dass ihr reingeschaltet habt und noch einen schönen Tag euch. Macht's gut. Tschüss.